Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kiel, aus dem Café Lou. Und das Thema von heute lautet Energiewende, Ende Gelände. Und mein Gast ist Mojib Latif, der Klimaforscher. Es gibt ein Buch von Ihnen, Globale Erwärmung. Vor einigen Jahren gab es einige Kontroversen, da haben Sie gesagt, die Erde, ja, das Klima, es wird nicht mehr wärmer. Ist das so? Im Prinzip ist es so, wenn man es verkürzt ausdrücken möchte, aber ich habe eben gesagt, dass das Klima eine kurze Atempause einlegt, so vielleicht bis Mitte des Jahrzehnts, 2015, vielleicht auch 2020, dass es danach aber umso schneller weitergeht. Und der Grund dafür ist denkbar einfach, zumindest für einen Klimaforscher. Es gibt eben auch natürliche Klimaschwankungen, die sitzen auf der langfristigen Erwärmung drauf und die können wir dagegen arbeiten oder aber auch dann wieder beschleunigen. Im Moment sind wir in einer Phase, wo sie einen Tick abkühlend wirken. Aber wie gesagt, jenseits von 2020 wird sich das Pendel sozusagen wieder umdrehen und dann werden diese natürlichen Schwankungen die globale Erwärmung auch wieder verstärken. Und insofern gibt es überhaupt keinen Grund jetzt für Entwarnung, sondern das liegt einfach in der Natur der Sache, dass es mehrere Einflussfaktoren auf das Klima gibt. Apropos Schwankungen, Sie sind ein nachhaltiger Mensch. Wenn ich die letzten Jahre so betrachte, hatten wir eine Klimakanzlerin, die die Atomkraft weiterführen wollte. Dann kam die Schwankung und sie ist nicht mehr die Klimakanzlerin, aber dafür hört die Atomkraft auf. Wie beurteilen Sie das? Ja, das muss man schon über mehrere Jahre betrachten. Frau Merkel wurde ja die Klimakanzlerin im Jahr 2007, als der Weltwirtschaftsgipfel hier in Deutschland in Heiligendamm stattfand. Und dann gab es so eine, zumindest aus meiner Sicht, windelweiche Erklärung so von der Art, wir erwägen ernsthaft, also da saß auch Herr Busch am Tisch, wir erwägen ernsthaft den Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre bis zur Mitte des Jahrhunderts zu halbieren. Das war sozusagen der Grund in den Medien, Frau Merkel zur Klimakanzlerin zu machen. Ich habe es damals nicht verstanden, weil... Warum nicht? Das ist doch eine... Also das hört sich zumindest nach einer großen... Das hört sich genau an. Es hört sich so an, aber eigentlich ist es eine Null-Bit-Information, weil es ja nur ein in Aussicht stellen einer Aktion ist. Man erwägt ernsthaft, man kann dann auch am Ende der Überlegung zum Schluss kommen, dass man es nicht tut. Und Tatsache ist, dass genau das dann auch eingetreten ist, dass seit da eben der weltweite CO2-Ausstoß massiv gestiegen ist und dass es eben einen weltweiten Klimaschutz gar nicht gibt. Und bei der Atomkraft? Bei der Atomkraft war immer das Argument, es wäre oder sie wäre klimafreundlich, ist natürlich Blödsinn, weil weltweit spielt Atomkraft überhaupt keine Rolle. 2% der Energie weltweit wird über Atomkraft produziert. Selbst wenn sie die Anzahl der Atomkraftwerke verdoppeln würden oder vervierfachen würden weltweit, was bestimmt keiner will, hätten sie keinen nennenswerten Einfluss auf die Energieproduktion und damit auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Darum geht es ja in erster Linie. Ich kann mich aber erinnern, da waren 100.000 Menschen vom Reichstag und haben da demonstriert und da war sie die eiserne Kanzlerin und dann nach Fukushima kam die Wende und es gab ja die Befürchtung, dass es hier kein Strom mehr gibt, kein Licht mehr gibt. Ja. Wie kommen Menschen auf so Ideen? Genau. Ja, es wird auch systematisch Angst verbreitet und aus meiner Sicht ist es völlig klar, dass hier Partikularinteressen im Vordergrund stehen. Das heißt also, einige wenige versuchen so viel Geld wie möglich zu machen, um es auf gut Deutsch auszudrücken und schüren dann Angst vor Veränderungen. Aber wir haben immer wieder gesehen, dass diese Angst völlig unbegründet ist, denn auf der einen Seite könnten wir jetzt einfach mal von praktisch einem Tag zum anderen 8 Atomkraftwerke abstellen und es ist nichts passiert. Alles das, was gesagt wurde, Blackout, dass wir jede Menge Strom importieren müssen, also jetzt sozusagen von schlimmen Kernkraftwerken außerhalb, auch das ist nicht eingetreten. Wir exportieren immer noch Strom. Man sieht einfach, dass wir riesige Überkapazitäten gehabt haben. Und ich glaube, wir sollten uns einfach nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Auch die erneuerbaren Energien sind immer schneller gewachsen, als es angeblich möglich gewesen sein sollte. Und deswegen denke ich, überholt letzten Endes die Wirklichkeit all diese
Bekundungen, dass wir halt nicht schneller auf die erneuerbaren Energien umsteigen können. Dankeschön, Herr Latif. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen. Energiemonopolisten. Geld verdienen. Energielobbyisten. Unsicherheit verbreiten. Hermann Scheer. Hermann Scheer, einer der Großen der erneuerbaren Energien. Manche sagen das über Sie im Bereich Klimaforschung. Was treibt Sie an? Ich habe einen sehr engagierten, wachen Menschen kennengelernt. Was ist der Antrieb, dass Sie sagen, ich interessiere mich für Klima, für Nachhaltigkeit? Vor allem so lebendig und auch sehr bodenständig. Was treibt Sie an? Ja, was treibt mich an? Es ist einfach das Wissen letzten Endes, das Wissen darüber, dass wir Menschen Dinge anstellen können, die wir besser nicht anstellen sollten. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Beispiele, wir Menschen sind nur dabei, diese Dinge zu vergessen. Nehmen wir beispielsweise das Ozonloch. Kein Wissenschaftler hat das Ozonloch vorhergesagt. Man wusste zwar, dass die FCKWs, also die Gäser, was früher in den Sprayflaschen und so weiter gewesen ist, dass die Ozonschicht anknabbern, aber niemand hat diese verhängnisvollen Veränderungen vorhergesagt. Was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich Unsicherheiten gibt. Ich meine, wir wissen doch nicht alles, wir sind nicht allwissend. Wir haben zwar eine ungefähre Ahnung von dem, was passieren kann, wenn wir Menschen bestimmte Dinge tun, aber wir sind nicht allwissend. Und Unsicherheiten muss man in beide Richtungen aussehen. Man kann nicht einfach sagen, wenn es Unsicherheiten gibt, dann heißt es erstmal abwarten und nichts tun. Sondern es kann eben auch genau umgekehrt sein. Wir standen beim Ozon noch fast am Abgrund. Und wir haben nur Glück gehabt, dass nicht irgendetwas anderes passiert ist, was wir nicht vorhergesehen haben. Und dann ging es rasend schnell. Das Gleiche gilt für die Atomkraft. Wissen Sie, eigentlich dürften ja solche Unfälle, wie wir sie in Tschernobyl hatten, wie wir sie in Fukushima hatten, dürfen ja gar nicht passieren. Oder wenn sie mal passiert sind, dürfen eigentlich so schnell nicht wieder passieren. In meiner Lebensspanne sind solche gravierenden Unfälle mindestens viermal passiert. Und das zeigt einfach, dass diese ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen eigentlich das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. Das heißt, wir Menschen sind tatsächlich fähig, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten extrem zu unserem Nachteil und vor allem zum Nachteil der nachfolgenden Generationen zu verändern. Und ich habe für mich gesagt, schon sehr früh, schon zu Zeiten, als es kaum einer meiner Kollegen hören wollte, das möchte ich nicht. Ich möchte versuchen, dass wir die Dinge sein lassen, die wir sein lassen können, wenn wir nur ein bisschen unseren gesunden Menschenverstand benutzen und wenn wir unsere Fähigkeiten, der Mensch hat ja durchaus Fähigkeiten, in die richtigen Bahnen lenken. Dankeschön. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön für das Gespräch und schön Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Dankeschön. Danke gleichfalls. Nochmal ein Hinweis auf das Buch Globale Erwärmung und das Thema geht weiter. Unter anderem bei Energiewende Ende Gelände die nächsten Gäste Franz Alt und Hans-Josef Fell. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten und bis zum nächsten Mal.